Ich bin ganz nervös. Ich habe was für uns. Etwas Schweres. Ich breche mir bald den Rücken dabei. Wir freuen uns. Jetzt geht's los. Moin zusammen und herzlich willkommen auf dem Kanal, wo die Wirklichkeit nicht zu suchen hat. Denn hier geht es um Fiktion und Lego, Fantasie. Aber mal wieder um Lego. Als große Lego-Fans geht es nicht umher. Und als große Lego-Fans kamen wir auch nicht drum rum, dieses Set hier uns zu holen. Da wir aber auch dachten, dass es alle interessiert und natürlich auch euch, machen wir an der Stelle mal wieder zusammen ein Speed-Build-Up und schauen uns die Winkelgasse mal genauer an. Das ist jetzt, wie ich gesehen habe, schon die dritte Ausführung der Winkelgasse und es ist das insgesamt fünftgrößte bzw. eigentlich viertgrößte Lego-Set, was es gibt, mit 5500 noch was Teilen. Und ich bin ganz aufgeregt, ich habe so ein großes Lego-Set noch nie gebaut, freue mich und muss dazu sagen, es gibt auch einiges mehr noch zu sehen, denn wenn man bei Lego bestellt, gibt es wieder ein paar Goodies und diesmal auch aus der Harry Potter-Reihe gibt es Hagrid und Seidenschnabel als Brickhead exklusiv und einen Pizzalieferant auf dem Motorrad. Ich habe den Kontext jetzt nicht ganz verstanden, aber ein Geschenken-Gaul schaut mir nicht ins Maul. Ja, und jetzt hole ich mir Verstärkung und dann legen wir los. Kleiner Tipp an dieser Stelle. Wenn euch das Video zu lang ist und ihr eigentlich nur die Review sehen möchtet oder ihr möchtet sehen, wie die Sets eigentlich funktionieren und gar nicht den Aufbau der Sets, dann habt ihr die Möglichkeit, einfach das Kapitel zu wechseln. Hier unten in der Playleiste habt ihr so kleine Abschnitte. Da könnt ihr einfach reinspringen in das nächste Thema. Ihr seht auch, welches das ist. Oder ihr schaut unten in die Videobeschreibung. Da ist das Ganze auch in Kapitel unterteilt und ihr könnt euch das anschauen, was euch im Wesentlichen interessiert. Oder ihr lehnt euch einfach zurück und schaut euch alles nach und nach an. Eure Entscheidung. Viel Spaß dabei! Aber bevor ich mir Verstärkung hole, fangen wir erstmal mit dem Unboxing an. Dann stelle ich Daniela vor vollendete Tatsachen, wenn der Tisch voll liegt mit irgendwelchen Tütchen. Und dann kann es auch losgehen, ist der Zugzwang auch da, das alles aufzubauen. So stelle ich mir das vor. So, ja, ich habe mir schon mal die Freiheit genommen und habe das Tesafilm ja an der Seite aufgeschnitten. Aber meine Reaction ist trotzdem noch real. Hast du was Saures gegessen, Schatz? Ja, es ist hier schon mal wieder Kiste in Kiste. Und ich muss wirklich mal dazu sagen, die 5500 noch was Teile, die merkt man sehr, weil das alles hier mega schwer ist. Es ist also nicht gespielt. Hier ist Kiste Nummer 1. Jetzt kommt mein Lieblingspart bei großen Lego-Sets. Die Reaction is real.
Hier sind auch Tütchen drin, aller Wahrscheinlichkeit nach. Da machen wir gleich mit weiter. Hier haben wir was zu tun, ne? Ja, der erste Berg Tütchen, den habe ich jetzt mal ein bisschen nach rechts verschoben. Und hier, ich habe schon mal reingelinst, ist natürlich der nächste Berg Tütchen. Und nochmal. Hui! Huch, 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 huch. Okay, das kam überraschend. So, also hier ist das Begleitmaterial mitsamt Sticker. Leider wieder sehr viele Sticker, ein bisschen schade, wie ich finde, aber auf jeden Fall 4 Bücher. Das heißt, es können quasi 4 Leute gleichzeitig dran bauen, wenn man zusammenbauen möchte. Coole Nummer. Hier haben wir die Platten für die einzelnen Häuser. Hat man auch schon mal die Vorstellung, wie groß sie sein werden. 4 an der Zahl. Und hier, das ist natürlich wunderbar gefallen. Ich wusste schon, ich habe mich schon mal durch ein anderes Video ein bisschen gespoilert. Ist noch was Besonderes, worüber Lego kein Wort verloren hat. Und auch hier auf dem Karton, ich weiß nicht, wie gut man es sehen kann, wenn nicht, muss ich Daniela nochmal einen Zoom versuchen. Hier auf dem Karton steht auch weiterhin drauf, dass ein Geheimnis ist. Silencio, keep it between us, steht da drauf. Und was da drin sein könnte, das werden wir herausfinden. Wahrscheinlich erst ein bisschen später im Video.
Das war's also schon mit dem ersten Speed-Build-Up. Dieses Lego-Set beinhaltet ja 4 verschiedene Anleitungen und jede Anleitung beinhaltet ein einzelnes Gebäude dieser neuen Winkelgasse. Und wir dachten, dass wir dementsprechend dann einmal das Betrachten der Modelle aufteilen. Also jetzt haben wir die erste Anleitung gebaut, haben es jetzt fertig und schauen dementsprechend uns die Einzelheiten einmal zusammen an. Jedes Gebäude hat ja auch so seine Eigenheiten, seine eigenen Ideen und dann bleibt es auch ein bisschen überschaubar. Also werfen wir als erstes einen Blick auf Skribulus und Ollivanders Zauberladen. Wir gehen hier mal folgendermaßen vor, damit wir alle Details dieses Lego-Sets uns auch genau anschauen können. Und zwar fangen wir einmal mit der Frontseite an, zeigen da einmal unten, oben und auch die Details von der Seite. Und dann machen wir weiter mit der Rückseite und dem Innenleben des Hauses. Um das Ganze einmal besser zeigen zu können, habe ich hier einmal die Antenne von der Lego Star Wars Cantina zweckentfremdet, um nicht immer meine dicken Finger im Bild zu haben, sondern um euch das ein bisschen schöner zeigen zu können, quasi als Zeigestock. Hier haben wir also Skribulus, auch schön mit dem Schriftzug, leider per Aufkleber, nicht gedruckt auf die Steine. Dadurch kommt es auch zustande, dass hier ein Oliver steht und hier ein Inders. Ja, kann man bestimmt schöner machen. Ich denke, es wird drastisch günstiger sein, das so zu produzieren. Ja, aber gerade bei dem Ollivander-Schriftzug, da leidet die Optik natürlich ziemlich, weil hier halt eben eine starke Unterbrechung ist, da das halt 2 Steine sind, die hier nebeneinander gebaut wurden und entsprechend der Sticker aufgetrennt ist. Dann haben wir hier die Fensterfront, die ich insgesamt eigentlich sehr gelungen finde, da die Optik zu sehen ist, zu erkennen ist aus dem Film. Das sind diese normalen Zweierfenster, die aber halt eben übereinander gesetzt sind. Und hier haben sie es ganz pfiffig gelöst, diese Schräglage der Fenster hinzubekommen, indem einfach, falls man es im Speedbuild-Up nicht gesehen hat, hier ein runder Stein mit einem einzelnen Noppen drin ist und wir somit quasi flexibel die Fenster da draufsetzen können. Und die werden halt zusammengehalten. Das ist schön für die Optik, nicht so schön ist, wenn man genauer hinguckt, dann ist hier eine riesig klaffende Lücke und das sorgt natürlich dafür, dass da einfach Staub durchkommt und es eben auch, wenn man genau hinguckt, nicht vollständig ist. Ja, und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie das Ganze etwas weiter oben aussieht. Weiter oben ist auf jeden Fall der Part, der dem Ganzen auch noch mal ein bisschen Leben einhaucht. Denn hier haben wir zum einen die beiden sehr süßen Eulen, die hier oben auf dem Dach verweilen, was wirklich sehr schick aussieht. Dann haben wir auch eine fliegende Eule, die eben an so einem unsichtbaren Stab hier befestigt ist. Auch das ist natürlich recht schick. Und wir haben auch entsprechend vor dem Haus, so wie es gehört, hier die Schilder, die uns anzeigen, welche Geschäfte hier drin sind und was man da so Tolles bekommen kann. Hier ist nochmal Werbung für den Skribulus und man sieht entsprechend da einmal den Zeichenstab, den Füller, sage ich jetzt mal. Das Dach ist auch recht lebhaft. Hier haben sie sehr geschickt einen schrägen Schornstein gemacht, der doch sehr charakteristisch für die Winkelgasse ist. Einfach hier mit diesen Drehelementen. Das finde ich eine unglaublich gute Idee und sorgt wirklich für eine tolle Optik. Und generell sehen die Schornsteine echt schön aus. Und die Häuserfront jetzt hier, das ist einfach mal sehr, sehr gelungen. Dann wollen wir uns mal das Innenleben anschauen. Ja, und hier sehen wir erstmal die untere Etage. Von euch aus gesehen auf der linken Seite haben wir Ollivanders Zauberstabladen oder Zauberkunstladen, wo es eben auch Zauberstäbe gibt. Und dann haben wir auf der anderen Seite den Skribulusladen, wo man dann entsprechend sich seine Feder holen kann. Das allererste, was hier wirklich gesondert zu zeigen ist und was ziemlich toll ist, ist auf jeden Fall hier die bewegliche Treppe. Die führt nämlich einmal ins Obergeschoss, dass wir dann eben einmal mit unserer Figur hochsteigen können und gucken können, was oben noch so passiert in Ollivanders Laden. Und wenn wir die Häuser zusammenstellen möchten, dann können wir diese Treppe einfach einklappen und haben dann die Möglichkeit, hier an den seitlichen Pinnen und Löchern halt die Häuser ineinander zu stecken. Das ist ganz geschickt und ganz schön gemacht. Ich mag solche modularen Mechanismen auf jeden Fall bei Lego immer gerne. Hier haben wir auf jeden Fall die Kasse von Ollivander, seine Schreibfeder und ein Pergament. Dahinter, das sehen wir gleich noch von der Seitenansicht, haben wir den kleinen Zauberstabschrank, wo auch verschiedene Zauberstäbe schon rausgucken, die Ollivander rausziehen oder rauszaubern kann. Und dann haben wir auch entsprechend unsere kleine Tür, die wir hier nach innen aufmachen können. Ein paar Fliesen haben wir hier im Eingangsbereich. Der Rest besteht aus Noppen. Das ist natürlich zum Spielen super. Schöner wäre es optisch natürlich gewesen, wenn wir hier Fliesen gehabt hätten.
Da ist jetzt die Frage, ist das ein Spielset oder nicht? Die Noppen sind der Indikator dafür, dass wir hier ein bisschen spielen sollen in dem kleinen Haus. Und dann haben wir vorne noch das Schaufenster, wo dann entsprechend Zauberstäbe und eine Kerze drin liegen. Sehr niedlich. Und was man dann eben auch sehen kann, wenn wir einmal das Ganze ein bisschen von der Seite uns betrachten, unter der Treppe lagern ganz viele Schachteln mit Zauberstäbe. Das ist auch sehr niedlich gemacht. Und dann wechseln wir da mal rüber Richtung Skribulus und da haben wir auch entsprechend eine kleine Theke mit einer Lampe und einer Feder und einem Pergament, ähnlich wie bei Ollivander. Hier hinten im Schaufenster, da haben wir entsprechend ein Buch und die Federn und dann an der Seite haben wir die Wand mit den ganzen Federn und Tintenfässern etc., alles was so an Ausstattungsbedarf da ist. Alles in einer sehr kleinen, sehr reduzierten Form, aber man weiß, was gemeint ist. Oben angekommen, wenn wir zum Beispiel hier die Treppe raufgekraxelt sind, sind wir im Obergeschoss von Ollivander. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, das haben wir im Film bisher nicht gesehen. Da hat er auf jeden Fall auch noch ein paar Zauberstäbe übrig, denn hier im Fenster liegen noch zwei. Dann gibt es hier einen sehr schönen, sehr großen, kleinen, also für uns klein, aber in der Harry Potter Welt einen sehr großen Sessel. Der sieht danach aus, als ob man da sich an den Schreibtisch mitsetzen kann. Der ist ziemlich majestätisch. Hier haben wir einen kleinen Schreibtisch, wo auch nochmal eine Kerze und ein Zauberstab drin liegen mit geöffneter Schublade. Dann haben wir hier herausnehmbar eine kleine Leiter, damit man wiederum hier die Regale hochkraxeln kann und vielleicht doch noch den einen oder anderen vorher bestimmten Zauberstab finden kann. Das ist die oberste Etage von Ollivander. Bei der obersten Etage vom Skribulus haben wir einen sehr, sehr coolen, also betrifft meinen Geschmack total, einen sehr coolen kleinen Schrank mit einer Alchemieflasche oben drauf, die doch sehr, sehr realistisch aussieht, wenn man bedenkt, dass das einfach nur ein Lego-Kopf ist, in rot durchsichtig, mit zwei anderen Steinen drauf gepfropft. Ein Totenkopf, das ist dann wohl ein Spezialteil und eine hübsche Couch mit kleinem Vorleger, auch sehr niedlich gearbeitet. Und an der Seite haben wir noch einen nicht eingeschalteten Kamin. Das ist dann die oberste Etage hier. Ganz oben haben wir ein Dach, das lässt sich tatsächlich bespielen, denn hier sind ganz viele Noppen und wir haben ja auch nur die Schornsteine, sonst ist hier nicht viel zu sehen, außer eine kleine Treppe, die auf diese untere Ebene führt, wiederum zu dem Schornstein, aber sonst ist da tatsächlich nicht ganz so viel los. Das ist fast ein bisschen schade, da hätte man vielleicht noch das eine oder andere verstauen können. Das macht man allerdings auf dem anderen Gebäude und das gucken wir uns dann im nächsten Step an.
Tada! Wir haben auch das zweite Gebäude gebaut. Diesmal erwartet uns Quality, Quidditch und der Daily Profit. Und das schauen wir uns auch jetzt einmal aus der Nähe an. Bei Quidditch und bei dem Daily Profit gehen wir auch wieder von unten nach oben. Und hier sehen wir auch wieder eine wirklich, wirklich schöne Fensterfront. Allem voran natürlich Quality Quidditch mit diesen rötlichen Fenstern, die auch noch so quergelegt sind, also sich nach unten neigen, wie es auch letzten Endes in dem Film ist. Da haben wir oben diese Laterne mit dem goldenen Schnatz, den ich auch bisher noch nicht gesehen habe. Gibt es bestimmt im anderen Harry Potter Set. Allem voran Quidditch wahrscheinlich auch. Aber auch sehr cool, dass der goldene Schnatz hier vorne mit dran ist, den man auch abnehmen kann und so als goldenen Schnatz zum Spielen nehmen kann. Genau. Und das ist eine extrem ansehnliche Fensterfront. Quality Quidditch steht auch hier oben drauf. Hier steht Supplies. Das ist ja der Name des Ladens letzten Endes. Ja, der Daily Profit nebenan sieht auch sehr altehrwürdig aus in der Art und Weise, wie hier die Gestaltung vorne gemacht ist, auch mit diesem runden Fenster über der Tür. Und die Tür ist auch tatsächlich bedruckt, die ist nicht beklebt. Sie ist doch beklebt. Das hat Daniela gemacht, deswegen wusste ich es gerade nicht auswendig. Da ist tatsächlich ein Sticker drauf, leider. Sieht aber dennoch sehr schön aus, auf jeden Fall, die wir natürlich entsprechend wieder aufmachen können. Die nach außen, die andere Tür nach innen. Das ist aber beides nicht so schlimm, das passt so, wie es ist. Ja, also eine wunderschöne Fensterfront. Hier sehen wir ein gutes Beispiel dafür, warum es halt oft ein bisschen wackelig und fluddelig ist, denn hier diese Lampe ist einfach nur so dran gehangen und ist halt im Grunde voll beweglich und das ist natürlich auch, das bleibt dann eben nicht so, wenn man es durch die Gegend trägt und damit spielt, bricht vielleicht auch mal ab. Und das gleiche gilt hier für das Dach, das ist auch im Grunde nur durch so ein bewegliches Element hier gemacht, da ist jetzt auch nicht so viel dran letzten Endes. Und hier die Fenster, das finde ich allerdings eine sehr, sehr pfiffige Lösung, die sind auch per Mechanik quasi schräg gemacht. Wenn ich sie aufrichte, gerade halte, dann hätte ich eine gerade Fensterfront, lasse ich sie los, schwerkraftmäßig fällt sie nach vorne und dann sieht es halt eben auch so aus, wie es aussehen soll. Das ist rein von der Konzeption her sehr pfiffig gelöst. Oben angekommen ist nicht ganz so viel los, denn hier haben wir nur so klassische Fenster. Die Fensterfront sieht allerdings oben sensationell aus in diesem hellrosa. Auf jeden Fall auch eine besondere Farbe. Ich glaube, die ist auch nicht so häufig. Die Legosteine sehe ich nicht oft. Das ist ganz hübsch gehalten, aber außer Fenster und Laternen ist hier nicht so viel los. Wir sehen natürlich auch wieder hier die Schilder, welche Geschäfte hier drin zu finden sind, Daily Profit. Dann haben wir so ein kleines Hogwarts-Wappen für den Quality Quidditch Supplies Laden und natürlich auch den kleinen Banner, der sagt, hier gibt es was zum Thema Quidditch. Die obere Etage, die ist ein bisschen belebt, denn wir sehen hier auf jeden Fall, dass die Fenster von außen beklebt sind mit Zeitungen, also ne, hier ist es so ein bisschen abgedeckt halt. Die Fensterchen selber sind damit auch bedruckt, da müssen wir nicht kleinlich die Sticker drauf machen, das sind quasi normale Lego-Fenster, die entsprechend bedruckt sind. Und wir sehen eben auch noch ein paar Zeitungen vom Daily Profit, die oben liegen. Was ganz schick ist, ist letzten Endes, dass hier an der Seite auch so eine kleine Tür ist, so ein kleines Garagentor, was wir einmal aufdrehen können und dann auch tatsächlich so ein bisschen da durchlaufen können. Also auf jeden Fall auch belebter als bei Gebäude Nummer 1 und durchaus ansehnlich mit diesen verhangenen Fenstern. Hier ist das Innenleben deutlich interessanter als bei dem ersten Gebäude. Ich finde, hier sieht man eine deutliche Steigerung. Ja, der Laden hier unten ist doch deutlich besser bespielbar. Er macht natürlich auch den Großteil einfach des Gebäudes aus und ist der absolute Hingucker hier. Der Daily Profit, der hier nebenan ist, der ist mit weniger Mühe eingebracht, sagen wir es mal so. Das ist hier der Quality Quidditch Laden und hier sehen wir zum Beispiel den Nimbus 2000 wahrscheinlich, der hier im Schaufenster ausgestellt ist. Den kann man auch im Gegensatz zu den anderen Schaufenstern vom ersten Gebäude doch sehr gut sehen von innen. Dann haben wir hier unten die Packung, ja, wo dann die Besen drin eingepackt sind. Und dann haben wir hier nochmal entsprechend eine Schaufensterpuppe. Auch sehr pfiffig, sehr schön, so eine Lego-Schaufensterpuppe hier mit drin zu haben. Und hier die verschiedenen ausgestellten Borsten, glaube ich, sind das von den Besen. Und eine Fußmatte, wo Quality Quidditch Supplies quasi als Abkürzung QQS drin steht. Dann haben wir auch hier natürlich wieder die Tür zu öffnen. Und auch von innen sehen die Fenster doch ziemlich cool aus. Ja, mit deutlich weniger Aufmerksamkeit haben wir den Daily Profit. Da man den aber auch, soweit ich weiß, in Harry Potter zumindest nicht wirklich sieht,
ist das halt auch nicht so tragisch letzten Endes. Da haben wir allerdings eine sehr schöne Kiste mit alten Zeitungen und an der Seite haben wir auch ganz viele Zeitungsartikel an der Wand. Das ist schon mal auf jeden Fall sehr niedlich. Und hier haben wir jetzt das doch sehr stark belebte Obergeschoss, während das Obergeschoss bei dem ersten Gebäude gar nicht belebt war, ist das hier sehr, sehr belebt und das sehr schön. Wir fangen aber erstmal mit der oberen Etage an. Beim Daily Prophet, passend zu der geringen Ausstattung, ist ein riesiges Spinnennetz mit riesiger Spinne gesponnen, was tatsächlich aber ziemlich cool aussieht eigentlich in der gesamtheitlichen Betrachtung. Und hier oben in der oberen Etage vom Quality Quidditch, da haben wir auch nochmal ein kleines Schild. Feel free to test fly any of our brooms, wo auch entsprechend zwei Brooms abgebildet sind und hier wieder eine entsprechende Schaufensterpuppe und eine kleine Truhe, die auch nicht ungefüllt ist. Da ist nämlich auch allerlei Kram drin, was eben dazugehört sozusagen. Und wiederum einen kleinen Schrank mit kleinen Packungen hier an der Seite, die man aus der seitlichen Ansicht wieder sehr gut sehen kann. Oben, wirklich hier in diesem Erker, da haben wir nochmal ganz viel Leben, denn da ist scheinbar so einfach ein Dachboden, wo man Sachen abstellen kann. Hier hat der Daily Prophet seine alten Zeitungen liegen. Dann sind hier alte Kartons, die unfassbar pfiffig, finde ich, gestaltet sind. Die gab es sicherlich auch schon in anderen Lego-Sets, aber das ist hier sehr schön oben. Und eine kleine Ratte hat sich hier auch verirrt. Genauso wie oben ein paar Zeitungen vom Daily Prophet noch rumfliegen und liegen. Die obere Etage ist total schön. Da geht mein Lego-Herz auf, wenn ich das sehe. Das ist natürlich gerade in dieser kleinen Manier sehr schön gestaltet. Hier ist so die Ausgeglichenheit von dem, wie man das ganze Set bespielen kann, finde ich schon deutlich besser gegeben.
und wie er sich für Harry Potter gehört. Abracadabra ist das nächste Gebäude fertig. Ja, hier sehen wir jetzt Flourish and Bots und ich muss es einmal ablesen aus der Anleitung. Florian Fortescue's Ice Cream Parlor. Asche auf mein Haupt, ich bin großer Harry Potter Fan, aber ich wusste nicht, dass der Eiscreme-Verkäufer in der Winkelgasse Florian Fortescue heißt, auch wenn der Name großartig ist. Ja, und was hier drin dran und rum ist, mal wieder aus der Nahbetrachtung. Ja, die Straßenseite von Flourish and Bots und von Florian Fortescue Ice Cream Parlor sind definitiv die belebteste Frontseite aller Gebäude. Das liegt zum einen an der sehr zauberhaften Buchhandlung Flourish and Bots, die wir vorne haben. Hier haben wir auch ganz viele Werbetafeln quasi außen angebracht. Und hier unten haben wir so kleine Ständer, wo eben schon so ein paar Bücher zum Kaufen ausgestellt sind, sozusagen mega hübsch. Letzten Endes, da der Schreibtisch leider nicht ins Gebäude passt, Spoiler, hat man den Schreibtisch auch nochmal separat. Wie toll das ist, den separat zu haben, das können wir später in der Review mal besprechen. Aber letzten Endes haben wir den Schreibtisch hier separat und da können wir dann entsprechend denjenigen, der Autogramme gibt, hier einfach mit dran stellen. Hier haben wir auch schon so ein paar Bücher, die zum Verkauf, zum Signieren und Verkaufen bereit liegen. Die könnte man jetzt hier auch noch vorstellen, dann ist das Ganze noch so ein bisschen belebter. So ein bisschen Straßenautogramme letzten Endes. Ja, der Ice Cream Parlor, der ist so mein persönliches Highlight. Denn hier haben wir einmal zwei Stühle und so einen Tisch, wo ich mir mein Eis kaufen und verspeisen kann. Und hier oben haben wir auch so eine kleine dargestellte Eisdiele als Werbung mit der Markise hier vorne dran. Ja, auf jeden Fall eine wunderschöne Front. Mal fernab von Harry Potter auf jeden Fall. Ja, sehr schöne Häuser, sehr schöne Häuserfront. Das Einzige, was ich so ein bisschen zu bemängeln habe, ist, dass die Stühle, ich zeige es mal eben, tatsächlich einfach nur so rumstehen. Hier haben wir nämlich im Gegensatz zum Rest eben alles so Kacheln und die Stühle haben hier so Zähne, wenn man so will, und darauf stehen sie. Das ist natürlich schön, wenn man das gut darstellen möchte, aber nicht so schön, weil die einfach umfallen, wenn man das Gebäude bewegt. Naja, aber sonst Häuserfront sehr ansehnlich, wie ich finde. Jetzt schauen wir uns mal oben um. Ja, hier oben geht das Gebäude entsprechend einfach nur weiter. Hier haben wir oben die Häuserfront von dem Obergeschoss. Hier ganz cool finde ich die kleinen Drachen, die wir hier an der Seite abgebildet haben. Sehen wir jetzt auch gleich nochmal ein bisschen aus der Nahaufnahme. Hier ist das Schild natürlich, Flourish and Bots, was wir dann vorne dranhängen haben, um zu wissen, was wir da finden. Der Florian Fortescue hat kein eigenes Schild, schade. Aber hier oben ist auch so ein typisches Wellendach, sage ich jetzt mal, auch sehr gelungen. Schöne Häuserfront, ganz klassisch, könnte man völlig losgelöst von Harry Potter benutzen. Wie gewohnt erst die untere, dann die obere Seite. Und wir fangen hier mal an mit dem Ice Cream Parlor. Und da sehen wir mal sehr schön, als ob Lego hier das alles mal durchexerziert hat, wie hübsch doch dann zum Displayen so ein Laden aussieht, wenn er hier so einzelne Fliesen hat. Das sieht doch sehr viel hübscher aus. Lässt sich natürlich nicht so gut bespielen, weil die Figuren nicht stehen bleiben, aber das ist für ein Display-Set auf jeden Fall hübscher. Da haben wir dann entsprechend diese kleinen Glocken, wo die Kuchenstückchen drunter sind und hier ein Eisbecher, der hier rumsteht und auf der anderen Seite die Eiscremesorten. Das ist ein hübscher kleiner Eisladen, der mir einfach gut gefällt. So fernweg von Harry Potter ist der einfach nur schön. Dann haben wir hier unser Herzstück, was die Gebäude betrifft, von diesem Set und das ist Flourish and Bots, der Buchladen hier auf der Seite. Und Mai sieht der schön aus von der Innenseite. Hier stapeln sich, wie es gehört, die Bücher. Hier haben wir so eine alte, ehrwürdige Säule von dem Gebäude. Entsprechend kommen wir natürlich hier wieder durch die Eingangstür auch rein ins Gebäude. So, ist richtig. Das ist natürlich wunderschön. Und an der Seite haben wir auch die riesigen Bücherregale, die auch optisch extrem gelungen sind, wie ich finde. Klein, aber fein, aber man kann es auch ganz gut bespielen, denn wir haben so ein paar Noppen, wo wir die Figuren draufsetzen kann. Es ist allerdings leider zu klein, um den Autogramm-Schreibtisch hinzustellen. Was natürlich, wenn wir an Harry Potter 2 und der Winkelgasse denken, Kernstück wäre. Also man hätte hier theoretisch den Schreibtisch hinstellen müssen und dann eben auch noch die Figur und denjenigen, der signiert haben möchte. Und dafür ist das hier viel zu eng und wir können die Szene schon wieder gar nicht nachspielen. Das ist ein bisschen traurig. Dann wollen wir jetzt mal in die obere Etage und damit uns das gelingt, haben wir wieder einen Klappeffekt. Damit das nicht im Weg ist, wenn man die Gebäude zusammensetzen möchte. Hier haben wir eine kleine Treppe, die ins Obergeschoss führt. Wie auch schon beim ersten Gebäude, ziemlich cool.
Jetzt sind wir die kleine Treppe hochgekraxelt und sind im oberen Bereich von Flourish & Bots. Und dort haben wir wieder das gleiche charmante Bücherregal, ein bisschen niedriger, genauso wie der Bücherstapel. Der ist auch ein bisschen niedriger, aber genauso schick. Dann eine sehr hübsche gestaltete Laterne und entsprechend auch ein Buch, was hier offen liegt zur Präsentation. Ja, und entsprechend, wie man das auch aus unserer Buchhandlung so kennt, einfach mal eine obere süße Etage. Und auf der anderen Seite beim Ice Cream Parlor sieht es entsprechend auch sehr nett aus. Da wohnt scheinbar Florian Fortescue. Ich habe mir den Namen gemerkt. Ja, und hier haben wir ein kleines Teeset mit kleiner Teetasse und Teekanne, einen Vorleger und einen gemütlichen Sessel unter einer Lampe, wo man hervorragend lesen kann. Wenn er dann mal drüben Florian und Bots besucht hat, dann kann man natürlich auch super sich in den Sessel fallen lassen und ein Buch lesen. Finde ich doch auch sehr niedlich. Nicht irgendwie besonders alles, doch sehr alltäglich. Könnte eine normale Buchhandlung, normaler Eisladen sein, aber schön gestaltet. Und ansonsten ist hier an dem Erker auch nichts dran, was dann in dem Fall auch nicht schlimm ist, weil es dem Gebäude entspricht. Thank you.
Und das war's tatsächlich. Das war das vierte Gebäude, das wir gebaut haben. Und damit haben wir die neue Winkelgasse vollständig. Ja, und was die Werbung betrifft und den Reizfaktor bei der Winkelgasse, würde ich jetzt behaupten, ist das auf jeden Fall das Herzstück. Und zwar Weasleys Wizard Weezies. Und hier an der Seite haben wir noch die Nocturne Alley. Genau. Und da werfen wir auch einmal einen genauen Blick drauf. So, bei dem Gebäude kommen wir nicht umher, da müssen wir uns das gesamte Gebäude einmal anschauen, also oben und unten von vorne, denn das entfaltet seine volle Wirkung natürlich, wenn man einfach mal komplett drauf blickt. Und es ist natürlich ein absoluter Hingucker und zu Recht wird damit Werbung gemacht. Womit man wiederum keine Werbung machen kann, ist hier die Aufschrift auf den Gebäuden, denn nach wie vor sind diese Rundungen nur erzeugt dadurch, dass verschiedene Steine nebeneinander gesetzt werden und das Schild für Modern und Magic zum Beispiel, alle Schriftzüge, die hier drauf sind, sind immer je unterbrochen von ja, dem Wechsel des Legosteins. Das ist natürlich, hätte man durch einen Steindruck auf jeden Fall wahrscheinlich noch schöner machen können. Durch die Sticker wird es dann letzten Endes völlig versaut. Da muss man sich wirklich gut überlegen, ob man die Sticker auftragen möchte oder nicht. Allerdings ohne Schriftzug sieht es auch wieder komisch aus. Naja, hier haben wir noch on top, einfach freistehend, noch so einen kleinen Brunnen. Ich kann mich an diesen Herzbrunnen, um ehrlich zu sein, nicht erinnern. Ihr vielleicht. Ja, den haben wir einfach separat. Den kann man letzten Endes hinstellen, wo man will oder einfach nicht. Dann haben wir an der Seite den Nocturne Alley. Die ist ziemlich cool eigentlich. Durch die verschiedenen schwarzen Steine, durch dieses sehr schräge Fenster. Und da haben wir auch den Schriftzug für den Nocturne Alley. Die deutet das sehr schön an, was da kommt. Aber leider kommt da nichts. Und ja, ist die Frage, ob man es braucht. Ne? Es ist ganz niedlich. Man kann da jetzt schön die Malfoys reinstellen. Aber mehr Zweck hat es dann auch schon nicht mehr. Hier haben wir auch wieder, wie beim ersten Gebäude, die Fenster, die halt hier angeschrägt eingesetzt sind, wo wieder diese klaffende Lücke zwischen ist, was ein bisschen schade ist, staubmäßig gesehen und optisch. Aber natürlich wird der Fenstereffekt erzeugt. Und hier haben wir unser Männchen, was eben ja, die Weasleys darstellt, auch mit drin, der natürlich mega cool ist. Und er kann auch noch seinen Hut lüpfen, zumindest ein bisschen. Also hier sieht man wieder die wundervolle Stabilität. Aber genau, er kann hier ein bisschen den Hut lüpfen. Man kann es auch theoretisch mit der Hand machen. Ja, das klappt alles. Das ist alles hübsch. Da haben wir extra einen Hebel für. Das ist ziemlich cool auf jeden Fall. Und wie man auch schon in den Werbevideos und Werbefotos gesehen hat, ist natürlich das Innenleben von dem Weasley-Zauberladen genauso wie auch die Front mega interessant, mega hübsch. Ich habe viel die Kritik gehört, es könnte noch vollgepfropfter sein, weil es im Laden ja so vollgepfropft mit magischen Items ist. Finde ich nicht. Ich finde, wenn wir uns dieses Mini-Diorama halt hier einmal anschauen, dann ist das vollgepfropft genug. Dann haben wir einmal hier die sehr auffällige Kasse, dann hier einmal den Ständer mit den verschiedenen Artikeln drauf, hinten ein riesiger Schrank mit ja, Artikeln, die man sich kaufen kann. Unter der Treppe ist hier noch Kram. Das ist ganz cool. Dann haben wir hier diese wunderhübsche Laterne mittendrin und halt überall diese bunten Streben von der Treppe. Das ist auch sehr, sehr cool geworden, wie ich finde. Und hier so ein paar Ballons, die hier so drin hängen. Also so die Optik und das Feeling von dem Laden kommt hier total raus. Es stapelt sich halt eben hier einmal und dann stapelt sich das auch noch weiter im oberen Bereich. Genau, also von jeder Ecke und Kante sieht man hier auf jeden Fall ganz viele magische Items und das wusige Leben kann man sich gut vorstellen. Und die Treppe, die sagt More Magical Mayhem Up Up. Auch sehr, sehr schön. Genau, die Nocturne Alley ist, wie gesagt, nur angedeutet. Hier ist nur der Durchgang. Von daher ist hinten gar nichts zur Nocturne Alley zu sehen. Gucken wir mal, wie das Ganze ein Stück weiter oben aussieht. Ja, und hier oben geht der Laden dann entsprechend einfach weiter. Geht die Treppe immer weiter ab. Hier haben wir dann eben entsprechend noch ein weiteres Regal mit verschiedenen magischen Items und diesen kleinen Boxen, wo leider auch nur ein Sticker drauf ist, von diesem kleinen Zauberer. Und ganz oben auch sehr schick, wie ich finde, der Dachboden, wo wir dann eben wahrscheinlich Vorräte haben, die überall oben gelagert sind. Kleine Figürchen finden wir hier unten. Können wir auch in der Nahaufnahme noch mal kurz ranfahren. Und an der Seite ist ein sehr hübscher Stein. Das ist auf jeden Fall ein Sonderstein, den es sonst so nicht gibt, der total magisch auch aussieht. Ja, mega schön. Die Nocturne Alley hält sich hier wieder bedeckt. Hier haben wir nur oben das kleine Fenster, den kleinen Fensterausschnitt, sonst eigentlich nichts. Aber wie gesagt, das Gesamtbild von dem magischen Laden ist halt überwältigend hübsch, wie ich finde.
kommen wir einmal zu den Lego-Minifiguren zu diesem Set. Wir gehen das einfach mal Haus für Haus durch. Und das erste Haus ist Ollivander und Skribulus. Und hierbei haben wir Mr. Ollivander selbst. Der trägt eine Kiste mit einem Zauberstab bei sich und Hermine in ihrem Hogwarts-Outfit. Die Kinder haben alle ähnliche Gesichter, zumindest Hermine und Ron. Sie hat nach vorne hin ein freundliches Gesicht und nach hinten haben wir die verängstigte Hermine. Auch wieder so ein Kehrtgesicht. Und der Mr. Ollivander guckt einmal etwas ernster und einmal etwas freundlicher. Also den kann man sein Verkäufergesicht aufsetzen. Und hier in der kleinen Schachtel, die gerade mal runtergefallen ist, so, da können wir uns den Zauberstab auch rausholen und dem irgendwie jemand verkaufen, verschenken, wie auch immer. Ist wirklich zusätzlich mit dabei. So richtig weiß man den nicht unterzubringen, außer dem Mr. Ollivander in die Hand zu drücken. Ja, das sind die ersten beiden Figuren. Aber ihr wisst ja selber, dass hier sehr, sehr viele Figuren mit am Start sind. Und dann schauen wir uns so gleich mal die Figuren von Haus Nummer 2. Wir erinnern uns, Haus Nummer 2 war Quidditch, Quality Supplies und der Daily Prophet. Und passend zum Daily Prophet haben wir auf jeden Fall hier den Fotografen. Der ist ziemlich cool eigentlich, weil ich nehme jetzt mal die Kamera aus der Hand. Die Kamera ist auch ziemlich cool, da es hier eine etwas ältere Kamera ist, die hier dargestellt wird. Ja, an den kann ich mich tatsächlich lebhaft aus dem Film erinnern und der wurde extrem gut getroffen. Hier guckt er ein bisschen ernster und sein anderes Gesicht ist ein bisschen freundlicher, aber genauso wie ich ihn hier sehe, kenne ich ihn auch aus dem Film. Das finde ich ziemlich witzig, ziemlich gekonnt auch. Genau, das ist der Fotograf einmal mit seiner Kamera. Und dann haben wir Ron. Und da ist es auch wieder so, freundliches Gesicht und verschrecktes Gesicht. Allerdings muss ich sagen, ist das verschreckte Ron-Gesicht auf jeden Fall auch brillant getroffen. Eigentlich müsste er standardmäßig so aussehen. Ah, wisst ihr was, für das Diorama machen wir das auch mal so. Ron hat ja immer irgendwie Stress, von daher glaube ich, passt das ganz gut. Vor allen Dingen, wenn der Daily Photograph Reporter ihn fotografiert. Das sind die Figuren von Set 2. Und wenn irgendwo in der Winkelgasse die Minifiguren-Party abgeht, dann in Haus Nummer 3 bei Flourish & Blotts und Fortescue's Ice Cream Parlor. Allem voran haben wir einmal Mr. Fortescue mit seinem Eislöffel und seinem Eis. Dann haben wir Ginny, die auch optisch extrem gut getroffen ist, wie ich finde, mit einem handsignierten Buch von Gilderoy Lockhart. Dann haben wir hier von Flourish & Blotts die Verkäuferin. Denke ich zumindest, muss ich nochmal nachschlagen. Hier haben wir The One and Only Harry Potter, den wir in dem Set tatsächlich zweimal haben, weil wir noch dieses kleine Bonus-Set haben. Und hier haben wir Gilderoy Lockhart himself. Und wenn der nicht mal fantastisch getroffen ist, weiß ich nichts. Seine ganze Kleidung, sein Umhang, das ist der Oberhammer. Ja, die haben natürlich auch wieder Kehrtgesichter nach dem guten alten Prinzip. Bei Harry ist das recht witzig, da ja die Nocturne Alley dabei ist. Der hat nämlich das verrußte Gesicht von der Teleportation hier. Das ist ganz funny, das kann man gut verwenden, wenn man so die Harry Potter Geschichte ganzheitlich nachspielen möchte. Das ist eine ganz coole Sache, dass daran gedacht wurde. Ja, das sind fünf sehr schöne Figuren und da Ginny und Gilderoy Lockhart so toll getroffen sind, ist das auch schon ein ziemlicher Hingucker. Und dann wäre da noch Haus Nummer 4, der Zauberladen der Weasleys. Und da haben wir natürlich die beiden Weasley-Brüder dabei. Und wir haben hier die Malfoys, den Malfoy-Vater und Draco Malfoy natürlich auch. Ja, die sind natürlich auch super hübsch. Die kann man ganz toll an der Nocturne Alley verfrachten. Hier, der Vater hat auch hier seinen Stab dabei, seinen Zauberstab-Laufstock-Kombination. Und die Weasleys sind natürlich auch super getroffen. Die haben wir auch einmal mit einem normalen Grinsen und einem etwas verschmitzteren Grinsen. Also auch wieder hier können wir auf jeden Fall die verschiedenen Kaufsituationen nachstellen. Ganz lustig fand ich, dass Lucius Malfoy kein anderes Gesicht hat. Der kann nur böse. Den gibt's nicht in gut oder in freundlich oder ähnliches. Ja, das sind die letzten vier Figuren. Stopp! Bevor wir jetzt zur Review kommen,
müssen wir noch mal einmal uns ein Feature anschauen, das auf zwei Arten mit diesem Set benutzt werden kann und in dem Zusammenhang, weil es da wirklich sehr gut passt, auch mal wieder über das leidige Thema, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe von diesem Lego-Set? Fangen wir aber mit dem Feature erstmal an, denn ihr habt vielleicht bemerkt, dass ich die Gebäude in eine unterschiedliche Reihenfolge aufgestellt habe und das liegt daran, dass jedes Gebäude hier so Nöppen und eben auch entsprechende Löcher an der Seite hat und man kennt das vielleicht von so manch anderem Lego-Set. Wir können sie also entsprechend zusammenstecken. Das geht aber, wie ich gemerkt habe, nur speziell in dieser Reihenfolge, weil ansonsten eben Nöppel auf Nöppel sitzt oder Loch auf Loch und das ist natürlich in dem Falle speziell nicht so zielführend, weil die ja zueinander oder aneinander halten sollen, die Sets. So, die gehen relativ leicht hier rein, man kann sie schön zusammenstecken. Und dann hat man quasi so einen ganzen Straßenzug, der ist zwar nur locker zusammengesteckt, sieht aber so natürlich sehr hübsch aus, vor allen Dingen, wenn es hier bündig abschließt. Von hinten sehe ich natürlich jetzt auch alle Räumlichkeiten nebeneinander, das ist auch sehr, sehr schick. Wenn man sich das zu Hause so hinstellen möchte, bräuchte man über einen Meter Platz, denn das sind tatsächlich über einen Meter Winkelgasse, die wir hier sehen. Und es gibt noch eine zweite Methode, hier die Gebäude zusammenzustecken. Ich ziehe die dafür einmal wieder auseinander. Und das geht tatsächlich in jeder erdenklichen Weise. Und zwar kann man sie auch, ich drehe mal einmal rum, damit man es vielleicht auch einmal erkennen kann. Wir haben hier nämlich auch nochmal Nöppen und Löcher und können sie dementsprechend auch an den Kanten des Gebäudes zusammenstecken. Wie wir schon gesehen haben, dann würde so eine Treppe hier hinderlich sein, deswegen können wir dann diese Treppe einfach hochklappen und auch von dem Gebäude hier können wir dann einfach diese Treppe hier einklappen und dann haben wir die Möglichkeit, die einfach zusammenzustecken. Und das ist natürlich insgesamt recht schön, weil wir haben ja schon festgestellt, irgendwie sind diese halben Häuser auch gerade so von der Seite nicht ganz so hübsch, aber wenn ich die jetzt so ineinander schiebe und quasi das Innenleben nicht mehr so relevant ist, dann sehen die natürlich ziemlich schön aus. Man kann sie von zwei Seiten betrachten. Das funktioniert hier recht gut. Das Gleiche gilt natürlich für die beiden Gebäude. Da haben wir auch an die Luftballons gedacht. Die können wir in dem Fall nämlich schön nach innen schieben. Und auch dann passen hier die beiden Gebäude ineinander. Ja, manchmal brauchen wir noch ein bisschen Liebe. Aber die haben wir als Lego-Fans natürlich zu Genüge. Oder auch nicht. Na bitte. Das lange Wert wird endlich gut. Ja, und so zusammengestellt, also wenn ich die jetzt einfach mal, ich stecke die Gasse hier mal ineinander. Muss ich nochmal kurz ranschieben. So. So habe ich eine kleine Gasse, eine richtige Winkelgasse und kann das Ganze von der Mitte aus betrachten und eben auch von der Seite. Das finde ich optisch ziemlich cool. Sehr schade ist natürlich, dass das Innenleben völlig verhüllt ist. Also man kann in der Form maximal durch die Fenster schauen. Aber abgesehen davon können wir die ganzen feinen und schönen Details von innen nicht mehr sehen. Zum Displayen, also zum Aufstellen und Zeigen, ist das ziemlich ideal, finde ich, zumal es auch Platz spart ist. Jetzt sind zwar immer noch 50 cm, aber so ein Fach oder so ein Regal hat man vielleicht noch mal eher als einen ganzen Meter. Aber da kommen wir jetzt mal an der Stelle zu dem Thema, wer ist die Zielgruppe von dem Ganzen? Denn ich denke, so einen Meter Straßenzug ist generell schwer auszustellen. Das hier ist schon besser auszustellen. Damit man es aber wirklich voll genießen kann, wäre es eigentlich gut, damit man es innen und außen sehen kann, wenn man die Gebäude so nebeneinander stellt zum Beispiel. Aber auch wenn man es so hinstellt, ist immer noch ein ziemlicher Platzfresser und in einem normalen Bücherregal würde man letzten Endes halt nicht ständig sich alles vernünftig angucken können. Also bräuchte man eigentlich schon wie im Lego-Shop so einen großen Glaskubus, wo man das hier so in die Mitte hinstellt und wo man drumherum laufen kann. Das ist dann schon eine sehr spezielle Einrichtung, um sowas zu zeigen. Also nicht unbedingt der Autonormalverbraucher, sondern wirklich schon der dedizierte Sammler.
Die Situation ist die offizielle Aussage von Lego, soweit ich das vernommen habe, ist, dass dieses Set tatsächlich ein Display-Set ist. Also es handelt sich nicht um ein bespielbares Set, sondern es ist ein Display-Set, ein Sammler-Set. Und von der reinen Möglichkeit, es zu präsentieren, es darzustellen, ist das Indiz schon mal da, dass es ein Sammlerstück ist. Auch, und das ist hier wirklich das Stressigste eigentlich bei diesem gesamten Lego-Set, es ist unfassbar zerbrechlich. Also ich habe das jetzt auch hier bei den Videoaufnahmen gehabt, wann immer ich mal irgendwie was hingestellt habe und versucht habe, was zu zeigen, es fliegt mir immer irgendein Teil um die Ohren, weil das alles sehr filigran ist. Ihr habt es ja hier schon gesehen, auch wenn ich jetzt hier den Hut bewege, rappelt das hier vorne rum, es ist alles relativ locker. Wenn ich das hier fassen möchte und durch die Gegend tragen will, ist es schon mehr als einmal passiert, dass irgendein Teil hier mir abgebrochen ist, Bein in die Hand nehmen und mir zerschollen ist, also ich es dann eben nochmal bauen musste. Und das ist halt hier, weil alles eben so lose, locker ist, genau wie auch hier die Kaffeestühle, die nur so vorne dran stehen. Also zum Spielen ist das nichts. Es ist nicht griffig, es ist sehr filigran, es ist zerbrechlich, es fällt öfter mal auseinander, es sind ganz viele kleine Teile, die im Weg sind. Also ja, das Indiz ist da. Es ist wahrscheinlich ein Display-Set, auch wenn man schon eine spezielle Möglichkeit dafür braucht, es zu displayen. Wenn das aber ein Display-Set ist, dann muss ich mal fragen, wo sind denn die restlichen Gebäude der Winkelgasse? Vor allen Dingen zum Beispiel Gringotts und die eigentliche Nocturne Alley. Da gibt es zwar ein altes Lego-Set, das passt aber auch nicht 1:1 dazu. Also entweder kommt Add-on-mäßig nochmal was dazu oder nicht. Das wäre natürlich das Schlimmste an der Stelle. Aber das ist dann eben dahingehend auch nicht vollständig. Dazu kommt, dass die Zeitlinie auch nicht passt. Vielleicht will Lego uns die Möglichkeit geben, dass wir die verschiedenen Situationen in der Winkelgasse spielen können. Aber zum Beispiel das Gebäude mit den Weasleys ist natürlich, wenn die Weasleys erwachsen sind, erst da. Dann wären die anderen Figuren wie Ginny und Harry und Hermine und Ron viel zu jung, weil das eben da noch Kinder sind. Die müssten dann älter sein zum Beispiel. Es gibt zum Beispiel den Ice Cream Parlor, der, soweit ich weiß, in dem Film gar nicht so richtig vorkommt, sondern mehr im Buch. Also es ist von allem was dabei und es ist ganz schön, dass Fanheads erfreut ist, aber richtig schlüssig ist es halt thematisch auch nicht. Ist die Frage, ob der Hardcore-Harry-Potter-Fan, der sich gut damit auskennt und gerne Lego mag, sich das wirklich hinstellt, wenn es auch inhaltlich nicht schlüssig ist. Ja, das ist alles ein bisschen schwierig. Und dann kommt eben noch dazu, wie ich das auch schon bei den Gebäuden zwischenzeitlich beschrieben habe, wir haben ja überall in den Gebäuden eigentlich die Noppen. Und das ist natürlich nicht ganz so hübsch. Der Ice Cream Parlor ist da eine große Ausnahme. Da sind Fliesen, aber sonst haben wir überall Noppen da drin. Das sieht zum Displayen, wenn man reinguckt, nicht so toll aus. Argument hier wäre, man soll die Figuren ja reinstellen können, damit man zum Beispiel in dem Geschäft einkaufen gehen kann. Und das klappt natürlich in fast jedem Geschäft hier extrem gut, auch die Figuren da reinzusetzen oder darzustellen. Würde aber in dem Falle doch wieder für ein Spielset plädieren. Und wenn ich mir, sag ich mal, das Gesamtkonstrukt so anschaue, eben diese Puppenhaus-Optik, ich kann es zusammenstecken, aufklappen und habe dann ein kleines Puppenhaus und ganz viele Figuren eben auch dazu, drängt sich mir auch auf, dass ich damit eigentlich spielen sollte. Auf gut Deutsch, ich weiß mal wieder nicht, wer die Zielgruppe ist. Wenn ein Kind damit spielen soll, dann sind fast 400 Euro happig. Und wenn ich das displayen möchte, dann brauche ich den nötigen Platz und die spezielle Art und Weise, das zu displayen. Und dann ist es von innen nicht schön und zeitlinienmäßig nicht schlüssig. Da ich sehe nicht, wer die Zielgruppe ist. Wenn ihr eine Idee habt, wie immer, bitte in die Kommentare damit. Was denkt ihr, was sich Lego dabei gedacht hat? Ich will die Schönheit dieses Sets hier gar nicht abstreiten, aber was nützt die ganze Schönheit, wenn wir letzten Endes nichts Greifbares haben? Aber mit den Fakten wollen wir uns jetzt nochmal genauer beschäftigen, und zwar in der Review.
Ja, was soll ich sagen? Diese Review ist für mich ein Wechselbad der Gefühle, denn ich fange mit meinem Ausgangspunkt an. Ich habe mich mega auf dieses Set hier gefreut. Ich bin großer Harry Potter Fan, ich bin Lego Fan und ein exklusives Harry Potter Lego Set. Dann auch noch die tolle Winkelgasse, die ja wirklich bleibend im Gedächtnis für jeden, mindestens jeden Filmgucker ist. In den Büchern aber eigentlich genauso präsent. Das konnte eigentlich nur ein Hit werden. Und dann ist das Ganze fertig und ich beginne dann, nachdem alles fertig ist und alles abgefilmt ist, mir wirklich Gedanken darüber zu machen, was ich jetzt gesehen, gehört und gebaut habe. Und ich spoilere das schon mal, die Wertung ist gar nicht mehr so gut. Und das macht mich eigentlich ein bisschen traurig, weil das hier sollte eigentlich ein totaler Siegeszug sein für Lego, ist aber doch eine ziemliche Stolperfalle geworden, wie ich finde. Ja, ich lasse euch mal dran teilhaben an meine Gedanken. Wir fangen wie immer mit den bekannten Rubriken an und in dem Falle mit dem Thema Qualität. Qualität habe ich gegeben 3 von 5 Sternen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, wieso? Ist doch Lego, ist doch so gut wie immer. Ja, die Lego-Steine haben natürlich die gleiche Qualität wie immer, aber der Baudesigner hat es hier wunderbar hinbekommen, die Optik herzustellen, aber unter dem großen Verlust der Stabilität. Denn beim ganzen Benutzen und auch, ich trage es ja wirklich nicht viel umher, ich trage es in die Ecke, wo es erstmal steht und ich stelle es ja auf den Tisch für die Videos. Also ich trage es nicht viel durch die Gegend, im Gegensatz zu einem Kind oder einem Menschen, der vielleicht Lust hat, das auch mal zu zeigen oder eben damit zu spielen. Und es ist mir immer irgendwas davon abgefallen, an irgendeiner Kante. Ich brauche ja eigentlich nur meinen Arm heben. Ja, ich habe jetzt nichts gemacht, da fliegen die Luftballons durch die Gegend. Das passiert hier überall. Ne, auch hier, die Eule fliegt gerne mal runter und das nicht etwa, weil sie magisch ist. Also es fällt immer irgendwas um und es ist nichts wirklich so richtig stabil, wenn ich das hier anfasse. Was viel schlimmer war, auch beim Bauen hat man ja öfter mal die Situation, dass man irgendeinen Stein von oben drauf drückt. Und sowohl ich wie auch Daniela hatten den Moment mehr als einmal, dass wir einen Stein drauf drückten und befestigen wollten und es einfach Krach machte. Ja, genau so. Krach machte und uns die Hälfte zusammengebrochen ist und wir wieder zurückblättern konnten und das dann wieder aufbauen mussten. Das Baudesign ist nicht gut. Das ist nicht schlüssig. Ich hatte ja auch schon beim Betrachten der Modelle gesagt, dass bei den Schrägfenstern, die wir hier so haben, auch immer so eine Lücke dazwischen haben und dass da eben auch Staub einfach durchkommt und es eben auch nicht super toll aussieht, wenn eben so eine krasse Lücke hier noch zwischen ist. Ja, also die Instabilität ist auf jeden Fall mindestens ein Sternabzug und eben die Unschlüssigkeiten zum Teil beim Design möchte ich mal eben nochmal aufgreifen, dass hier die ganzen Aufkleber, die hier vorne drauf sind, dass es Aufkleber sind, können wir mit leben, finde ich, aber dass eben die Worte eben unterbrochen sind und das nicht als Schild richtig wahrzunehmen ist, weil es mehrere Lego-Steine sind. Ich weiß nicht, wie man es besser machen kann, aber für Schriftzüge vorne an der Häuserfront, das muss irgendwie besser sein. Und wenn ich jetzt dann auch nochmal zum Thema Aufkleber komme, nehmen wir jetzt hier mal wirklich die Seite. Hier sind eben ganz viele Aufkleber drauf, wie man sieht. Und die sind auch in der Farbgestaltung so gemacht wie die Lego-Steine dahinter. Aber wenn man mal genau hinschaut, ich blende euch das mal in einem nahen Zoom rein. Der Farbunterschied ist gewaltig. Also der Sticker hat nicht die passende Farbe. Da hätte man entweder einen transparenten Sticker nehmen müssen, der wahrscheinlich auch aufwendiger in der Herstellung ist, nehme ich mal an, oder hätte einfach darauf achten müssen, dass im Druck dann die Farbe auch wirklich so aussieht wie die Steine, weil dann kann man sich so einen Sticker hier auch erlauben. So, ziemlich stümperhaft, vor allen Dingen für ein vermeintliches Display-Set. Es ist halt eben offiziell kein Spieleset, es ist ein Display-Set. Und ein Display-Set mit schlechten Stickern. Und dafür der zweite Sternabzug. Also 3 von 5 Sterne. Das Qualität hat nicht funktioniert. Ein positiverer Aspekt ist der Bereich Erlebnis, das Bau- und Spielerlebnis. Und da gibt es 4 von 5 Sternen. Ich sag mal so, Häuser bauen, ich möchte da den Held der Steine gerne zitieren, Häuser bauen ist wie Ritterburgen bauen. Das macht mit Lego immer Spaß und das Ergebnis lässt sich auch eigentlich immer sehen, egal ob man selber so ein Haus konzipiert oder eben dann noch solche schicke Häuserfronten hier bekommt. Ja, da die auch von der Architektur her alle so toll sind, also ich sag's nochmal,
das musste jetzt hier kein Harry Potter sein. Wenn das hier kein Harry Potter wäre, sind die Häuser trotzdem toll. Und ich würde sie trotzdem gerne in meine Lego-Stadt einbauen. Also das ist auf jeden Fall super. Das macht dann eben auch ein tolles Erlebnis, wenn es dann vor einem steht. Das ist eine wunderbare Sache. Es gibt ein paar faszinierende Teile hierbei, unter anderem eben hier die bewegliche Figur, ne, an dem Weasley-Haus, aber auch eben die schrägen Fensterfronten, die ich euch auch schon gezeigt habe. Da gibt es ein paar sehr pfiffige architektonische Ideen, sage ich jetzt mal, und die machen schon Spaß, die sind schon faszinierend. Warum gibt es denn dann einen Sternabzug bei dem ganzen Erlebnis? Den gibt es dafür, dass halt viel Wiederholung da ist. Vieles der Gegenstände, die hier im Haus mit drin sind, Sessel, Bücherstapel, kleine Tischchen, Läufer, das ist altbekannt, das ist halt nichts Neues. Gut, sowas muss natürlich ins Haus rein, natürlich. Aber das baut man hier auch sehr viel und von daher steckt da auch ganz viel Wiederholung drin. Das gleiche natürlich hier mit dem Weg vorne und dem grundlegenden Boden der verschiedenen Häuser. Das ist ganz viel Wiederholungsarbeit und so eine Wiederholungsarbeit ist schon erschöpfend. Ne? Von daher, da gab es den Sternabzug. Aber sonst 4 von 5 Sterne, glaube ich, da kommt das Erlebnis gut weg. Ja, jetzt wird wieder ein bisschen kritischer. Themenbereich Anspruch. Das Ganze hat ja den Stempel bekommen 16+. Und das halte ich eigentlich für ein Gerücht. Ich würde es durchaus auch einem 12-Jährigen aufwärts zutrauen, das hier zu bauen. Und der wirklich einzige Faktor, der das hier irgendwie zum 16-Plus-Set macht, ist die große Instabilität beim Bauen und auch nach dem Bauen. So, das macht es zu einem 16-Plus-Set. Da ich auch nicht glaube, dass das beabsichtigt ist, ist da die Alterseinstufung schwierig. Also da würde ich definitiv eher 12 sagen. Gut ist, dass es halt optisch, wie gesagt, mega ansprechend ist. Die Häuser sind wirklich schön, die sind auch von innen wirklich schön. Aber es sind halt nur halbe Häuser. Man kann sie auch eben nicht gut bespielen. Und es sieht halt auch nicht so toll aus, es sei denn, ich stecke sie ineinander. Da habe ich irgendwie schon mehr Anspruch an ein Lego-Haus, als ein halbes Haus zu bekommen, was ich ineinander stecken muss und dann verliere ich dabei das komplette Innenleben optisch. Das ist irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. So. Ja, das Zielgruppenthema hatte ich schon erläutert. Es ist ja offenkundig zum Spielen gedacht und das fällt halt schwer. Das ist auch ein Kritikpunkt. Ja, und aufgrund dieses Zielgruppenproblems gibt es halt den 2. Sternabzug. Ich weiß halt auch nicht, leider nicht wirklich, was damit anzufangen. Ich muss sagen, ich habe fest geplant, als Harry Potter Fan in einem der Bücherregale, wo auch die ganzen tollen Schmuckausgaben stehen, irgendwie die Harry Potter Sets hier zu displayen und irgendwie daneben zu stellen oder zwischen einzelnen Büchern mal ein so ein Gebäude oder ähnliches. Kann man alles machen, aber ist eben nichts Halbes, nichts Ganzes. Von vorne macht es dann nicht so viel her, wenn man die Rückseite nicht sieht. Es ist irgendwie zu dünn und also ich werde sie nicht behalten. Und das ist halt krass, weil ich da eigentlich optisch mein Herz dran verloren habe. Aber das ist mir alles nicht schlüssig genug und nicht gut genug ausgearbeitet. Was eben, wie gesagt, für den Preis ein Problem ist. Von daher Anspruch 3 von 5 Sterne. Und jetzt kommen wir zu dem wahrscheinlich wichtigsten Part für jedes Spielzeug und natürlich auch für Lego-Sets, ob es ein Display-Set ist oder nicht. Lassen wir es mal beiseite. Wir kommen zum Spielspaß, zum Spaß. Und wie schon beschrieben, der Aufbau hat sehr unter der Instabilität gelitten. Das Benutzen hinterher leidet auch an dem gleichen Problem. Und damit macht das Bauen und Spielen nicht so viel Spaß. Also das Bauen ist halt an vielen Stellen Standard. Ist natürlich schön zu sehen, wenn die Häuser entstehen und wie die Optik entsteht von dem, was man schon so von den Fotos und so weiter kennt. Das macht natürlich wie immer Spaß. Und wenn man dann eben vorne die Häuserfront sieht, das ist nett und so. Aber der reine Prozess des Bauens fanden wir eigentlich beide nicht so toll. Und das Spielen, wie gesagt, misslingt halt immer. Von daher klappt das auch nicht so gut. Und wenn ich jetzt sage, okay, dann ist es aber fertig und ist schick und jetzt kann ich es schön ausstellen. Nee, ich brauche entweder übelst viel Platz oder verteile die irgendwie und dann wirken sie nicht mehr. Ich finde hier nicht viel Spaß drin. Für das reine normale Lego-Bauerlebnis und das Entstehen der Harry-Potter-Welt
zu erleben. Dafür habe ich 2 Sterne gegeben. Die restlichen Sterne bleiben da leider aus. Und dann bleibt da noch der Bereich Preis-Leistung. Ich habe wegen der Zahlen, Daten, Fakten mir nochmal das Set aufgerufen und es liegt bei 389 Euro. Ja, es sind auch irgendwie 5500 noch was Steine, also wirklich viel, was dabei ist. Es sind auch mega viele Minifiguren dabei, auch klar. Aber ich kaufe so ein Set ja nicht, also ich kaufe so ein Set dann nicht wegen der Minifiguren. Dann würde ich mir lieber einen separaten Erwerb von Minifiguren wünschen, wenn ich so meine Welt mit Figuren ausstatten möchte. Ich kaufe es ja schon wegen der Winkelgasse. Und die ist ja dann, wie festgestellt, nichts Halbes, nichts Ganzes. Ist ein netter Ansatz mit vielen Steinen und vielen Minifiguren. So kommt der Preis bestimmt zustande, ist aber nicht befriedigend. Ich fühle mich nicht gut damit, fast 400 Euro hier stehen zu haben und zu sagen, so richtig rechtfertigen kann ich das nicht. Ne? Und dann kommen wir für den Displayer, wie gesagt, für denjenigen, der es sammelt und aufbaut und darstellen möchte, der kann das mal investieren. Aber der würde, denke ich, mehr Konsistenz sich wünschen. Eben inhaltlich, dass es zueinander passt. Vollständigkeit, dass die ganzen Gebäude da sind und sich darstellen lassen. Dass es eben ja runder ist vom Grundkonzept her. Und zum Spielen, welches Kind möchte gerne für 400 Euro die Winkelgasse haben zum Spielen? Da ist dann doch wahrscheinlich eher die PlayStation interessant oder die Nintendo Switch oder was weiß ich, ein tolles Fahrrad, aber nicht das. Das Ganze hat von mir tatsächlich knallhart 1 von 5 Sternen bekommen und das aus reiner Freundlichkeit. Also ich finde, das Preis-Leistungs-Konzept geht hier gar nicht auf. Ich sehe hier so wenig Leistung für so viel Geld. Und wenn jetzt man die Minifiguren nimmt, okay, aber dann ist das auch der falsche Rahmen, Minifiguren zu veräußern, wie ich finde. Ja, und das ist ein ziemlicher Verriss für ein Set, wo eigentlich vom ersten Bild, was ich davon gesehen habe, an mein Herz höher sprang. Das ist keine gute Wertung. Wenn wir also alle Einzelbewertungen zusammenziehen, dann kommen wir insgesamt bei diesem Set auf 2,6 Sterne, also mit viel Liebe 3 Sterne. Aber eigentlich, ich hatte bei der einen oder anderen Rubrik aus lauter Liebe zur Grundidee schon einen Stern mehr gegeben. Also wir sind eigentlich bei 2 Sterne, zwischen 2 und 3 von 5 Sternen. Also nur bedingt eine Kaufempfehlung, eigentlich nicht. Allen voran, weil es halt drastisch zu teuer ist und es vielleicht andere Wege auch gibt, dann eben Häuser zu bauen oder eben die Minifiguren zu bekommen. Ja, so viel dazu. Jetzt würde ich nochmal kurz festhalten, das war ja noch nicht alles. Wir haben ja neben diesem Set hier auf jeden Fall bei jedem Set, auch was ihr kauft, noch diese tolle Silenzio-Packung dabei. Und was da drin ist, das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Könnt natürlich jetzt an dieser Stelle abschalten, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, weil ihr die Winkelgasse trotz der nicht so prächtigen Bewertung kaufen möchtet. Dann lasst euch nicht spoilern, denn die Überraschung ist ganz schön. Und wenn nicht, dann bleibt dran und lauscht und schaut. Silenzio sagt die Packung deswegen, damit wir stillschweigen über dieses kleine Geschenk von Lego bewahren. Und darin ist ein ganz kleines Bauset. Und dieses Bauset kann man eben mit Hilfe der Anleitung aufbauen. Und auch da gibt es erst in Anleitung 4 ganz am Ende die Schritte, wie man es macht. Also ja, bleibt diese Überraschung auch bis zum Ende vorbehalten. Und jetzt enthüllen wir das Ganze mal. Und zwar haben wir einen kleinen Stand zum Ausstellen von Harry und Hagrid, wie sie das erste Mal in die Winkelgasse kommen.
Das Besondere hierbei ist, dass Harry sein normales Straßenoutfit trägt. Eben nicht in der bekannten Hogwarts-Kleidung. Das ist das erste Mal, dass er in Straßenkleidung zu erhalten ist. Und auf dem kleinen Schildchen, da steht tatsächlich, oder da ist erstmal kein Sticker drauf, sondern ein Aufdruck. Und da steht drauf: Welcome Harry to Diagon Alley, Rubius Hagrid, Lego Harry Potter. Ja, die ersten Worte, die Hagrid halt sagt, wenn die beiden zur Winkelgasse kommen. Das ist natürlich mega hübsch und auch wenn ich über die Winkelgasse nicht ganz so begeistert war und sie jetzt eben nicht behalten möchte, aber dieses kleine Gimmick wird auf jeden Fall meine Regale zieren. Ja, wie eben gesagt, die kleine Überraschung ist Lego auf jeden Fall gelungen. Das ist schon mega toll, zumal dann eben nochmal zwei Minifiguren dabei sind. Man muss an der Stelle mal sagen, sowohl in den Anleitungen wie auch auf der Packung ist tatsächlich Hagrid als Minifigur abgebildet. Er ist aber effektiv nur dabei, wenn man eben dieses Bonus-Pack auspackt. Der doppelte Harry Potter ist tatsächlich verschwiegen worden. Also auch da wurde irgendwie das Ganze nicht zu Ende gemacht, gedacht, aber nichtsdestotrotz, das hat mich sehr gefreut und die finden den Weg in die Sammlung bei mir. Dazu ist noch zu erwähnen, wenn man das Ganze im richtigen Zeitraum, das ist jetzt leider schon vorbei, aber im richtigen Zeitraum bestellt hat, wenn man Vorbesteller als VIP-Kunde von diesem Set war, hat man eben nicht nur die Winkelgasse bekommen und eben diese kleine Überraschung, die es eben wie gesagt für jeden gibt, der es auch jetzt noch kauft, sondern als VIP-Vorbesteller gab es dann noch, falls ihr euch erinnert, dieses exklusive Brickheads-Set. Und das ist tatsächlich auch sehr hübsch, wie ich finde. Und da die Brickheads ja auch nicht so ganz günstig sind, da haben wir einmal Hagrid und Seidenschnabel. Der hat übrigens auch nochmal sein kleines Schirmchen dabei. Also das hat man dann gleich in zwei Ausführungen hier. Und die beiden sind auch mega süß und die zieren auch meine Regale. Also das ist davon übrig geblieben. Aber das große Ganze hier, unser Mega-Set, wo wir uns so viele Träume von gemacht haben, das leider nicht. Aber die kleinen Gimmicks bleiben. Ja, wenn euch die Review gefallen hat, auch wenn sie ein bisschen kritisch war, oder vielleicht gerade, weil sie ein bisschen kritisch war, dann würde ich mich natürlich freuen über Daumen nach oben. Wenn ihr mehr davon sehen möchtet, wir haben unter anderem auch Lego Super Mario, und zwar alle Sets gebaut. Verlinke ich euch einmal die Playlist hier oben. Wenn ihr das gut findet oder wenn ihr Computerspiele toll findet, oder beziehungsweise Nintendo Switch-Spiele hauptsächlich. Aber ein PlayStation-Spiel hat es auch schon in die Liste geschafft. Schaut mal hier. Wenn ihr Videos und Filme gerne guckt und auch Bücher gerne lest, da seid ihr richtig, denn das ist der Review-Kanal für all den Nerd-Kram. Dann vergesst nicht, mich zu abonnieren. Ich helfe euch einmal. Hier oben könnt ihr klicken und dann seid ihr Abonnent und verpasst auch nicht das nächste Video zu dem Thema. Und ich würde mich auf jeden Fall immer freuen, wenn es ein bisschen Feedback gibt, wenn ihr mir schreibt, was ihr jetzt, nachdem ihr das gesehen habt, von der Diagon Alley haltet und ob ihr euch das vielleicht auch geholt habt und wenn euch das geholt habt, wie ihr das empfunden habt letzten Endes, ob es auch so ein Wechselbad der Gefühle ist oder nicht, immer rein in die Kommentare damit. Und ich freue mich auf das nächste Video. Gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao.